Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Rössler. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Frau Bundesministerin, Hohes Haus. Das war jetzt zwar nicht viel zum UVP-Gesetz, aber vielleicht kann man das jetzt nachholen. Das tue ich sehr gerne, denn die UVP, die Novelle, die heute zur Diskussion steht, knüpft nahtlos an die heutige Europastunde an, nämlich wo es darum geht, Energiewende und einen nachhaltigen und einen klimaverträglichen Wirtschaftsstil und Lebensstil rasch voranzubringen. Und genau das ist das wesentliche Merkmal dieser wunderbaren UVP-Novelle, die wir heute hier beschließen werden. Das UVP-Verfahren, die Umweltverträglichkeitsprüfung, ist die Schnittstelle, die wichtigste Schnittstelle zur Umsetzung von größeren Projekten, aber jetzt natürlich ganz klar zur Beschleunigung, zur Umsetzung von Energiewende, vorrangig für Windprojekte, aber natürlich auch für den wichtigen Bahnausbau und auch für den Netzausbau. Die Prüfung der Umweltauswirkungen, das ist das wichtige Thema der Umweltverträglichkeitsprüfung, nämlich die Auswirkungen auf Mensch, Natur, Luft, Wasser und jetzt ganz vorrangig auf das Klima und vor allem auf den Bodenverbrauch, eines der zentralen Anliegen auch dieser Novelle. Das konzentrierte Verfahren wurde in einigen entscheidenden Punkten verbessert. Der Vorteil des konzentrierten Verfahrens ist, es ist eine Behördenzuständigkeit, in der Regel eine Koordinierungsperson, die die Verfahren koordiniert. Für den Projektwerber der Vorteil, dass es nur eine Ansprechperson braucht. Und hier sind die Verbesserungen in erster Linie ein zügigeres Verfahren, qualitätsvolle Vorbereitung, die Planung und die Vollständigkeit der Unterlagen zu einem frühen Zeitpunkt sicherzustellen, um dann zügig in das Verfahren zu starten und jetzt vor allem auch Doppelprüfungen zu vermeiden. Ein wichtiger Punkt, vor allem, dass Projekte der Energiewende zügiger, schneller, effizienter im Verfahren durchgebracht werden können, ist die Annahme des hohen öffentlichen Interesses. Es braucht nicht einen extra Nachweis, sondern es wird von vornherein für eine bestimmte definierte Art von Projekten vorausgesetzt. Und hier zeigt sich der starke Bezug zur Energieraumplanung. Und da muss ich noch einmal den Kollegen Rauch noch einmal in Erinnerung rufen. Das Thema Windkraft, das löst man natürlich durch eine fachlich fundierte Energieraumplanung und nicht durch beliebige Zahlen, die irgendwo durch die Luft schwirren, sondern das ist das Wesen von Energieraumplanung. Und da werden natürlich nicht die Almen, die Berge und die Schutzgebiete geopfert, sondern das ist auf fachlicher Basis, auch dort vielleicht, wo der Wind weht, wäre gut, wenn man das bei der Windkraft mit dazu nimmt. Eine Zonierungsplanung mit Vorrangflächen, mit Ausschlusszonen, klug geplant und auch gut erreichbar und nicht irgendwo in 3000 Meter Höhe irgendwo ein Windrad planen. Also das lässt sich lösen, lieber Kollege Rauch. Das zentrale Anliegen aber, das mir besonders wichtig ist, ist, dass der Bodenschutz einen richtig starken Stellenwert bekommen hat in dieser Novelle, weil genau Bodenschutz ist Klimaschutz, Bodenschutz ist Naturschutz, ist Schutz von landwirtschaftlichen Flächen. Der Bodenschutz ist der Hebel für den Klimaschutz und genau dort setzen wir an mit dieser wunderbaren Novelle. Der wurde richtig aufgewertet. Die besondere Prüfung von flächenintensiven Projekten, genau dort, wo wir ansetzen müssen, Gewerbeparks, Industrieparks, Einkaufszentren, überall mit diesen Asphaltwüsten, Logistikzentren, Hoteldörfer, Chaletdörfer, die flächenintensiven Projekte, die so viel wertvollen Boden verschlucken und Parkplätze ab einem Hektar, das ist schon ein ganz großer Wurf geworden. Teil der Planung und der Einreichunterlagen ist ab jetzt das Bodenschutzkonzept, wo man sich genau im Detail auseinandersetzen muss. Wie viel Versiegelung ist notwendig? Wo kann gespart werden? Wo kann mit einer klugen Bebauung, aber auch mit Ausgleichsmaßnahmen und Verbesserungsmaßnahmen tatsächlich etwas für den Bodenschutz und gegen den maßlosen Flächenfraß endlich gemacht werden? In Österreich 12 Hektar pro Tag, das ist untragbar. Das ist ein großer Hebel für den Klimaschutz. Das heißt, wunderbare Novelle, Beschleunigung der Verfahren und die Verpflichtung zum Bodenschutz in allen diesen großen Verfahren. Und ein großer Dank nicht nur an die Frau Bundesministerin, sondern auch das großartige Team aus der Umweltabteilung, das wirklich, Waltraud Pettig ist heute hier, das freut mich besonders. Super, super Team und so viel Erfahrung und Expertise, das macht richtig Freude, so ein Gesetz heute hier zu beschließen. Großer Dank.